und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe vom Salzburg Magazin. Wir berichten heute von der Bauen und Wohnen hier im Messezentrum Salzburg. Ich muss gestehen, wir sind sicher einige der wenigen Nicht-Häuselbauer. Unter den 30.000 Besuchern, denn 80% der Besucher bauen gerade ein Haus, renovieren oder bauen um. Würde ich sagen, schauen wir mal hinein zu den Ausstellern, was sich so tut auf der Bauen und Wohnen 2011. Jeder Bau und Umbau beginnt mit der richtigen Planung. Auf der Bauen und Wohnen Messe findet jeder Häuselbauer garantiert das Richtige. Denn über 500 Aussteller präsentieren hier ihre neuesten Produkte und Innovationen. Es gibt meines Erachtens immer wieder Weiterentwicklungen. Nicht unbedingt immer nur Neuheiten, aber tolle Weiterentwicklungen. Und der Trend meines Erachtens ist einfach der hin zur Nachhaltigkeit und zum gesunden Bauen und zum gesunden Wohnen. Bauen im Einklang mit der Umwelt. Ein Trend, dem ein Baustoff besonders gerecht wird und dem wir uns heute im Besonderen widmen wollen. Wir begrüßen Sie hier von der Internationalen Messe für Bauen, Wohnen und Energiesparen. Hier bei dem Stand der Salzburger Holzbaumeister, bei mir Landesinnungsmeister Friedrich Ecker. Der Weg vom Zimmermeister zum Holzbaumeister war ein weiter. Ein weiter Weg von Zimmermeister aus früherer Zeit, der was der Handwerker war, und zum Holzbaumeister, zum gegenwärtigen Holzbaumeister. Der Holzbaumeister ist durch seine Ausbildung und seine Befähigung in der Lage, den Kunden von Beratung, Planung bis zur Fertigstellung seines Bauvorhabens zu begleiten. Beratung und Planung, was fällt da alles mit hinein? Beratung und Planung ist im Holzbau ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich bei jedem Bauvorhaben ein wichtiger Punkt, denn je besser geplant ist, desto besser ist das Endprodukt. Und der Zimmermeister oder Holzbaumeister ist in der Lage, den Kunden da wirklich an der Hand zu führen. Also alle Informationen rund ums Hausbauen mit Holz hier bei den Salzburger Holzbaumeistern. Kein Bau oder Umbau ohne Finanzierung. Die richtige Finanzierung geht jedem Bau voraus. Die Bauen und Wohnen bietet auch hier vielfältige Möglichkeiten. Wir wollen Sie unterstützen mit einer günstigen Finanzierung. Um Ihre Vorhaben verwirklichen zu können, braucht man meistens auch ein bisschen Fremdkapital. Man kann es nicht nur mit Eigenkapital finanzieren, und deshalb sind wir auch mit unseren Dienstleistungen hier vertreten. Beim Stand der Volksbank wird den Häuselbauern nicht nur mit der Finanzierung geholfen, sondern auch mit allen weiteren Themen rund ums Bauen. Ja, unser Messeauftritt auf der Bau und Wohnen ist in dem Sinn was Besonderes, weil wir ja nicht die Volksbank Salzburg hier präsentieren wollen in erster Linie, sondern unsere Kunden. Wir bieten hier auf unserem Messestand 12 Kunden aus der Wohnbaubranche, also Firmenkunden, die Möglichkeit, zu sehr günstigen Konditionen auszustellen und die Synergien von so einem großen, professionell gemachten Messestand zu nutzen. Ja, wir freuen uns, dass wir hier auf dem Gemeinschaftsstand der Volksbank mit unserem Brandlbau, mit unserer Ausstellung hier dabei sein dürfen und danken der Volksbank für diese Plattform. Bei einem Rundgang durch die Messe wird sofort ersichtlich, der Trend geht immer mehr in Richtung Holzhaus. Ja, ich würde sagen, vor 15 Jahren war der Anteil an Holzbauten in Salzburg relativ gering. Das hat sich jetzt aufgeschaukelt, vor 10, 5 Jahren ungefähr auf 13%, bis jetzt sind auf 30% an Holzbauten im Privathausbau. Kann man da sagen, zurück zur Natur ist so ein bisschen ein Thema? Ja, glaube ich schon, dass das ein Thema ist. Man hat in Holzbauten ist ein sehr gutes Wohlbefinden und Wohlbehagen, und natürlich nicht zu vernachlässigen ist die Energiesparsache, die was man bei Holzhäusern natürlich sehr hoch ist. Herzlichen Dank, und wir schauen uns jetzt noch ein bisschen um bei den anderen Ausstellern hier im Messezentrum. Gerade beim Umbau von Bädern und Küchen braucht man kompetente Beratung. Der Traum vom eigenen Wellness-Tempel, der kann wahr werden. Ein Trend, der stark im Kommen ist. Kommt auch schon der Luxus sehr stark durch, also die Whirlpools nehmen sehr stark zu. Auch die Komfortbadewannen, wo man die Türen öffnen kann, die auch seniorengerecht entsprechend eingesetzt werden kann oder auch für Kinder. Das sind diese Trends, die natürlich sehr stark auch im Vordergrund sind. Wir haben quasi ein bisschen, ich sage jetzt, ein Hardcore-Wellness-Wochenende da bei Leiner. Hätten wir auch gerne im eigenen Bad, oder? Das wäre sicher super, wenn der Platz ausreicht. Man ist so eine Wanne ganz schön toll. Ein Besuch beim Messestand vom Leiner zeigt, die Auswahl ist riesenhaft. Wir haben für ältere Herrschaften Badewannen mit Einstieg, Großraumduschen, Dampfduschen.
Wer sich also von seinem alten Bad verabschieden möchte, der soll sich auf der Bauen und Wohnen von einem sexy Wellness-Tempel überzeugen lassen. Da die Liebe bekanntlich durch den Magen geht, ist eine saloppe Küche nicht unbedeutend. Eine neue Innovation im Bereich Küche ist beispielsweise das Klimagaren mit zusätzlichem Wassereinzug. Bei Miele setzt man auf Funktionalität und ansprechendes Küchendesign. Ganz wichtig ist natürlich auch, also dass die Symmetrie stimmt. Das heißt, also wenn man sich die Küche anschaut, dann sieht man einfach, dass sie ausschaut wie ein Bild. Das ist die Herausforderung an das Design und die Funktionalität, die setzt man bei einer Küche schlicht und einfach voraus, die man bei uns kauft. Offene Küchen sind in. Besonders bei der Verschmelzung von Küche und Wohnraum ist Design umso wichtiger. Also die Farbe der Küche ist immer wieder weiß, hell, weil es einfach freundlich ist und die Küchen auch immer größer werden, wieder durch diese offenen Wohnraumkonzepte. Und bei den Geräten ist es so, dass die Farbe seit einem Jahrzehnt schon Edelstahl ist. Wir sind hier bei den Holzbaumeistern am Stand. Hier dreht sich natürlich alles rund ums Thema Holz. Holzbaumeister Ingenieur Roland Rothböck, Holz hat viele, viele Vorteile als Baustoff. Ja, Holz hat den großen Vorteil, dass er eben im eigenen Land wächst, dass er nachhaltig ist. Zum anderen ist es ein trockener Baustoff und ein Baustoff, der auch CO2 wieder zurückbringt. Der Baustoff Holz, gerade im Aufstockungsbereich, aber auch im Wohnungsneubau, im Industriebau, natürlich ein gefragter Baustoff, der durch seine schlanken Wandstärken Nutzflächen gewinnt und daher das Bauen interessant macht. Ein biologischer Dämmstoff, ein Dämmmaterial, kann man so sagen? Ja, das kann man so sagen. Der Holzwerkstoff bietet natürlich einen sehr guten Dämmstoff auch. Man kann da durch diese hohe Dichte, ist ein guter Schallschutz auch gegeben, den man natürlich heute gerade im dicht bebauten Gebiet oder in Nähen von Straßen, Flughäfen sehr gut einsetzen kann. Alles rund ums Thema Holz und Holzbau hier im Messezentrum Salzburg. Ein weiterer Experte in Sachen Holzbau ist Pro Holz. Wir beraten Firmen und Produktneutral zum Thema Holz. Wie Sie im Hintergrund sehen, haben wir die Innenraumgestaltung mit Holz als Thema, wir haben den Holzbau als Thema, also alles rund um das Thema Holz wird bei ProHolz beraten. Um den Holzbau weiter voranzutreiben, hat ProHolz den Holzbaupreis ins Leben gerufen. Wir vergeben heute am Donnerstag, am ersten Messetag, den Holzbaupreis. Das ist ein großes Projekt von ProHolz, wird alle 4 Jahre vergeben. So viel darf ich schon verraten. Es gibt insgesamt 6 Gewinner dieses Holzbaupreises in unterschiedlichen Kategorien und die glücklichen Gewinner werden heute mit einem tollen Preis nach Hause gehen. Mehr zum Holzbaupreis später. Top-Thema hier auf der Messe Bauen und Wohnen 2011 im Messezentrum Salzburg: Energie sparen. Es gibt einen Energieausweis für Häuser, so wie es einen Typenschein für Autos gibt. Landesinnungsmeister, Stellvertreter Erich Wolf, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, man braucht einen Energieausweis, ist der für Neubauten sowie auch für thermische Sanierungen. Der wird von der Behörde zwingend vorgeschrieben und der sagt den gewissen Energieverbrauch von den Häusern aus. Und kann man diesen Energieverbrauch quasi auch noch unterbieten mit Niedrigenergiehäusern oder Passivhäusern? Das ist die Steigerung vom Holzhausbau, vom Niedrigenergiehausbau bis zu Passivhausbau, bis zu dorthin hin, wo man fast keine Energie mehr verbraucht für die Heizung. Energiesparen, ein wichtiges Thema auch für die Zukunft. Alle Infos dazu hier auf der Bauen und Wohnen 2011 in Salzburg. Energiesparen ist eines der großen Schlagworte auf der Bauen und Wohnen. Auch wer noch kein modernes Passivhaus hat, kann einiges tun, um sein altes Gebäude zu sanieren. Um Geld und CO2 zu sparen, lohnt sich eine Energieberatung beim Land Salzburg. Ja, das Neue, das es gibt für all jene, die sanieren wollen, ist der Sanierungscheck des Bundes. Das heißt, die Bundesregierung hat 100 Millionen Euro aufgelegt, um die Sanierung in Österreich voranzutreiben. Und wir wollen als Land Salzburg und als Energieberatung Salzburg diese Sanierung massiv unterstützen. Und wir wollen auch möglichst viel Geld von Wien nach Salzburg holen. Für den Sanierungscheck wird ein Energieausweis und eine Kostenschätzung benötigt. Und natürlich eine Anmeldung beim Land Salzburg bis zum 1. März. Auch hier greift das Land Salzburg unterstützend unter die Arme.
Ja, wir bieten in der Energieberatung kostenlose Unterstützung an, auch vor Ort. Viele Kunden wollen zuerst einmal wissen, was ist überhaupt sinnvoll, welche Maßnahmen sollen gesetzt werden. Technisch beginnt beim Dämmen, Fenstertausch bis hin zur Haustechnik. Und dabei können wir natürlich auch unterstützen, welche Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden können. Und da ist der Sanierungscheck eine davon. Der Aufruf des Landes lautet: weg vom Geldverschleudern, hin zum ökonomischen und ökologischen Wohnen. Mit Energiesparen beim Bauen haben wir sehr viele Möglichkeiten. Es ist einer der Bereiche, wo man eigentlich am meisten bewegen und bewirken kann. Speziell natürlich in der Sanierung, da kann man echt CO2 einsparen, das heißt von jetzigem Verbrauch reduzieren. Beim Neubau kann man alles dazu tun, dass man die Ausdehnung gering hält. Und ich sage so, wir brauchen im Bauen einen Kulturwandel. Und dieser Kulturwandel kommt auch. Die Wärme im Haus lassen, die Luft frisch austauschen, das ist schon richtig und wichtig. Aber die Wärme und das Geld natürlich daheim lassen, ist gescheit. Wir sind hier jetzt beim Stand der Salzburger Holzbaumeister. Holz ist ja ein Naturprodukt. Deshalb bietet Holz ja auch ein ganz besonderes Raumklima. Ja, Holz wächst bei uns im Wald und ist aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften baubiologisch hervorragend und gibt daher gute Wohneigenschaften. Muss man da irgendwie ein bisschen Bedenken haben? Könnte es sein, dass Holz dann auch einmal Mangelware wird? Ist nicht absehbar. Wir in Österreich sind nicht in der Lage, das Holz zu ernten, was zurzeit in unseren Wäldern nachwächst. Herzlichen Dank. Wir verabschieden uns hier von den Holzbaumeistern Salzburgs. Der Holzbaupreis, ins Leben gerufen von ProHolz, kürt die neuesten Holzbauten des Landes, die sowohl die beeindruckendsten technischen sowie gestalterischen Lösungen bieten. Eine stolze Zahl von 59 Einreichungen und über 200 Teilnehmern beweist, der Holzbaupreis hat Bedeutung. Das war jetzt der vierte Holzbaupreis für Salzburg. Wir haben 2001 begonnen, dann war 2003, 2007 und jetzt 2011. In Salzburg ist es natürlich so, jedes Jahr einen Holzbaupreis machen wäre übertrieben. Man hat nicht die Fülle der Bauten, aber so, wenn man alle vier Jahre einen macht, das geht sich dann schon schön aus. Sechs Auszeichnungen wurden unter Anwesenheit zahlreicher Vertreter der Holz-, Architektur- und Wirtschaftsszene verliehen. Unter diesen Auszeichnungen befindet sich das Mehrfamilienhaus Naturwerkstatt Matthiashof in Fuschl. Die gesamte Konstruktion ist ein Holzständerbau mit Brettstapeldecken und Wandelementen aus Brettschichtholz. Auch gekürt das Gemeindezentrum in Kleinaal. Die kreative Gestaltung sowie die lichtoffene Fassade aus Glas und Holz laden ein zur Kommunikation. Als herausragendes Beispiel für den Einsatz von Holz im gewerblichen Bereich bezeichnet die Jury das Biomasse-Heizwerk in Abersee. Das Heizwerk ganz in Holz, das verschiedenste Holzbauweisen vereint, ist auf dem neuesten Stand der Technik. Auch eine Brücke wurde ausgezeichnet, und zwar die Zinkenbachbrücke in Strobl. Extraordinärer konstruktiver Holzschutz und technische Umsetzung zeichnen dieses Holzbauprojekt der Gemeinde Strobl aus. Ein ganz besonderes Projekt ist die Bugsbox in Seekirchen, ein Wochenenddomizil in kleinster Form und mit exotischer Bambusfassade. Last but not least und nicht überraschend die Fachhochschule von Kuchl, ein Gebäude, das seinem Ruf als Fachhochschule für Holztechnik gerecht wird. Der Holzbaupreis war ein voller Erfolg und ein großes Stück Arbeit. Es war natürlich eine riesige Anstrengung, ist klar, wir sind von 7 in der Früh bis 10 Uhr auf Nacht unterwegs gewesen, haben also die Leute zum Teil noch vom Schlafen abgehalten in den Wohnbauten, wo wir uns die Sachen angeschaut haben. Aber es war wirklich interessant und beeindruckend, diese Vielfalt, nämlich von den Industriebauten bis hin zu den Einfamilienhaus, bis hin zu den Ingenieurholzbauten im Brückenbereich. Es war wirklich eine riesen Vielfalt und die war es allemal wert, diese Dinge anzuschauen und zu beurteilen. Wenn man diesen Holzweg anschaut, der letzten 25 Jahre, da sind diese Holzköpfe. Die Holzköpfe sind halt kluge Köpfe, weil es ein Stolz, ein Holzkopf zu sein, wenn man so bezeichnen darf. Und man braucht Mut. Man braucht Mut in der Umsetzung. Diese sichere Konservative, was wir das Altbewährte, was wir bestens können, das ist in der neuen Zeit zu wenig. Wir brauchen Architektur, modernste Architektur. Wir brauchen Mut zur Veränderung. Wir müssen Altbewährtes müssen wir mit neuer Zeit verbinden und mit Mut gestalten. Und dann sieht man halt diese guten, tollen Holzbauten, wo wir gemeinsam stolz sind drauf. Die Gewinner des Holzbaupreises zeigten sich glücklich und vor allem stolz. Stolz auf ihren Baustoff Holz. Das war unsere Reportage vom Messezentrum Salzburg von der Bauen und Wohnen. Ich möchte mich recht herzlich verabschieden. Bei uns geht's weiter mit Motor TV. Bleiben Sie dran und schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein beim Salzburg Magazin auf RTS.